Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight. So, ich habe die ersten Aufnahmen mit meiner Nachtelfen-Druidin hinter mir und es macht eine Menge Spaß. Die Traditionsrüstung ist tatsächlich fantastisch. Gut, trotzdem werden wir, wie schon angekündigt, mit dem Paladin weitermachen und ich werde auch definitiv, unsere gute Amoria hier weiterspielen, keine Sorge. Aber wir werden 10.1.7 und 10.2 vermutlich dann mit meiner Nachtelfen-Druiden spielen. So, Kamera an, aber die Rätsel von Azeroth machen wir auf jeden Fall noch mit ihr fertig. Denn das gehört jetzt einfach dazu. Ich mag sie ja auch. Gut, wie viel Spielzeit wir auch schon mit ihr haben, ne? Guck mal hier. 30 Tage. Auf dieser Stufe 10 Tage. Ein Drittel. Gut, 12 ist neu, ne? Genau, wir haben ja die ganzen Community-Rumors gemacht und das dritte Mount-Ding. Und jetzt machen wir weiter mit Rätsel Nummer 12 müsste es sein. Erinnert ihr euch an meinen Kontakt? Claudia Huhu, es scheint, als hätte sie eine andere Theorie darüber, wer hinter den Artefaktdiebstählen steckt. Nachdem der letzte Tipp nichts ergab, bin ich ein bisschen abgespannt. Aber einen Hinweis können wir nicht ablehnen. Die journalistische Redlichkeit verlangt, dass wir sie wenigstens anhören. Ihr findet sie beim Friseursalon. Auf dann. Oh je. Okay. Ja, ja. Das heißt, hier die Quest mit Chandris übrigens habe ich auch schon gemacht. Die seht ihr dann mit der Nachtelfen-Druidin. Ist in der gleichen Playlist und dreht sich eben auch schon um den Angriff von Fyrak. Aber mir fehlt eine Cutscene. Es gibt irgendeine Cutscene, in der man sieht, dass Eridikon sagt, yo Leute, ich bin mal weg. Und Fyrak denkt sich dahin, yo, denkt sich darauf hin, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Und plant eben dann den neuen Weltenbaum, dessen Samen wir ja in Shadowlands bekommen. Mit einer ewigen Flamme zu verseuchen, mehr oder weniger. Und das Ganze seht ihr in dem anderen Projekt, oder in dem gleichen Projekt, Projekt ist auch so eine doofe Bezeichnung, ne? In einem Video mit der Nachtelfen-Druidin. So. Hallo. Zeit ist Geld. So dieses Mal bin ich mir sicher. Ich habe gegen jeden Einzelnen ermittelt. Ja, sogar gegen euch. Titris steckt hinter all dem. Er hat sich mit den zwielichtigen Gestalten in der ganzen Stadt getroffen, um Vorräte für etwas Großes zu sichern. Ich würde auf eine Expedition tippen. Ihr müsst verschiedene Lagerorte seiner Ankäufe untersuchen. Ich habe die Koordinaten für die größeren Standorte notiert. Setzt die Denkkappe auf und los geht's. Und euer Götze kann euch helfen, die genauen Standorte einzugrenzen. Falls ihr je was braucht. Oh je, die bewegt sich sogar, die Denkkappe, ne? Guck mal. Gut. Oh Gott, das ist im Winter. Das könnte alles LA schicken. Hallo! Kette ist die. Vermutlich nicht. Ja, Zettel. Shit, wollte ich nicht. Die waren doch immer oben, oder? Da, mein Gott. Einige interessante Orte, die man aus völlig normalen Gründen besuchen sollte. Claudia Huhu. Wenn man den Sitz der Aspekte verlässt, ist der Brunnen ein Blick wert. Champion, können wir sprechen?
Auf der Marke des Auktionshauses steht Bettzeug und Reisekoffer Zuschlag Titris, Gasthaus zum gerösteten Geißbock. Ja, okay. Restauration der Titanenstatue am östlichen Stadtrand schreitet wunderbar voran. Hier? Nee, oder? Nee. Titanenstatue am östlichen Stadtrand. Ich meine, wir können auch mit den Koordinaten arbeiten, aber... Achso, ich bekomme gleich einen Anruf, ne? Höchstwahrscheinlich. Titanenstatue am östlichen Stadtrand. Bin ich doof? Ja. Ich habe aber nicht ganz verstanden, wie ich die Koordinaten lesen soll. Wo setze ich die denn auf? War es gerade ein Spieler? Ist das von ihr aus? Sind die Koordinaten von ihr aus vielleicht? Ja, was wollt ihr? Seid vorsichtig da draußen! Okay, resetten wir nochmal. Amitora, konntet ihr und Maritos die aushaltenden Siedlungen der Draktyr erreichen? Gibt es Neues von Desran? Hä?
Och Mann. What the fuck? Wofür sind jetzt die Koordinaten da? Es tut mir halt echt leid. Oh, ich will mich nicht aufregen, aber ich verstehe es nicht. Und das scheiß Drachenreiten macht es gerade nur schlimmer, weil man nicht einfach mal durchgehend irgendwo hinfliegen kann. Sorry. Okay. Nicht aufregen. Die Restauration der Titanenstatue am östlichen Stadtrand schreitet wunderbar voran. Und I don't get this Koordinaten. Von wo aus? Vielleicht vom Zettel aus. Also von hier aus. Sicher nicht. Alter, ich get's nicht. Ich guck jetzt nach. Sorry. What the fuck? Ich muss verstehen, wie das mit den Koordinaten funktioniert. Heilige Scheiße. Ich war richtig. Warum war ich richtig? Warum hat es nicht funktioniert? Hä? Ich werde angerufen. So, hoho, da bin ich wieder. Das war ein wichtiger Anruf tatsächlich. Dann mache ich jetzt noch die eine Aufnahme, dann schon wieder vorbei. Ja. Gut, ihr seht hier oben rechts, wie viel Zeit vergangen ist. Das war recht lang, aber gut. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, ob das Buggy ist. Ich bin mir unsicher. Sehen wir, ob ihr würdig seid. Auf jeden Fall. Ja, ich bin zutiefst verwirrt, weil der Gegenstand da sein sollte. Aber ich verstehe auch nicht, wie das mit der Denkkappe funktioniert. Das ist Zettel Nummer 1. Muss ich jetzt von hier aus die Denkkappe resetten? 0-0.
Ah. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Wir müssen bei der Statue die Denkkappe aufsetzen, ja? Ist das der Trick? Guck mal, kaum telefoniere ich und schon ist wieder alles gut. Oder so. Wo sind die in Seelen gebunden? Das ist echt schade, diese Catch-Up-Items. Minus 14, minus 4. Das würde Sinn machen. Alter, ich... Tatsache. Auf der Notiz steht Tidris, Gastwirt, gerösteter Geistbock, Bücher und persönliche Gegenstände aus leeren Lager entnommen, Aufbewahrung bis Abholung. Okay, dann habe ich es jetzt aber verstanden. Okay. So, das heißt, wir machen den Zettel auf und da steht jetzt, es ist ein wahrer Höhepunkt des Rubinfestmahls, das Rubinfestmahl im Wald Racken zu besuchen und dort den Tee zu probieren. Das heißt, wir fliegen jetzt hier rüber zum Rubinfestmahl. Tee. Tee. Ich setze einfach mal auf. Minus 12, minus 17. Ah ja. Lieferung an Gasthaus zum gerösteten Geistbock, Ersatzgartenwerkzeuge, Wartungsgegenstände und Expeditionsvorräte für eine Nachtgruppe an Abenteurern. Mhm. Soweit so unauffällig, oder? Saphir-Enklave, Geschichtsstunde im Kerzenschein. Wäre für mich jetzt hier oben, oder? Mit den Kerzen? Ja. Minus 16, minus 22. Nicht. Amitora, konntet ihr und Maritos die aushaltenden Siedlungen der Draktyr erreichen? Gibt es Neues von Desran? Schuppenkommandantin, die Splitterflammen sind zurück. Die Splitterflammen? Wie? Ich weiß nicht. Wir wurden beim Ausspähen bei den einsamen Fällen überfallen.
Sie haben Maritos. Ja, ja, die Story gibt's dann später. Scheiße. Geschichtsstunde bei Kerzenschein. Das muss doch hier sein, oder? Alter. Was für krasse Texturen. Dies sind die besten Waren im Land. Ihr seid zum richtigen Ort gekommen. Bekommen wir bestimmt. Haltet eure Augen. Scheiße, es ist falsch. Ja, okay, ich sehe da gut, dass ich geguckt habe. Also, gemeint ist natürlich hier das Geschichten vorlesen. Ich hatte das auch im Kopf, dass es irgendwo war. Aber ich dachte, das gehört schon zur Rubinenklave. Hier oben. Hier. Ja, okay. Auf der Notiz steht kopierte Titanbände für Lesezimmer im gerüsteten Geistbock. Oh Mann. Wusstet ihr, dass die Krippe Kleinschuppe über einen Sandkasten mit einer Schaukel verfügt? Massive Kraftquelle. What? Sorry, habe ich irgendwas kaputt gemacht? Sandkasten mit Schaukel. Okay, erstmal die Daily hier noch annehmen. Willkommen in der Stadt der Drachen. Solid Goss ist ein schlaues Kind, aber als er älter geworden ist, wurde uns etwas klar. Er hat unglaublich schlechte Augen. Er spricht ständig davon, dass Dinge unscharf sind, dass er nicht erkennen kann, wo eine Sache endet und eine andere beginnt.
Direkt hinter der Brücke in Waldraken gibt es einen Salon. Bitte begleitet Saletgos, damit er die richtige Brille für sich findet. Waldraken ist standhaft. Oh nein, er schläft einfach. Na komm, Saletgos. So. Ist verschlossen. Das wäre ja hier, oder? Ja, alles klar. Auf einer gekritzelten Notiz steht Titeres Anfrage in letzter Minute. Gesalzenes Riesenwildschaf, getrockneter Drescher und Weitschreiter Dörrfleisch. Die Nachfrage für seine Abenteuerrucksäcke muss sprunghaft gestiegen sein. Erinnerung, dass ich ihm für die zusätzliche Bestechung etwas mehr berechnen muss, weil mein üblicher Kontakt bei der Wache dienstfrei hatte. N. Bestechung? Okay. Das ist weird. Das ist das erste Mal ein bisschen sketchy jetzt, ne? Drachenhort-Kneipe ist doch die Secret-Kneipe hier, ne? Notiz an Krita. Stellt Notizen über die Lagerstandorte für Claudia, Huhu und Waldraken zusammen. No, was stand denn drin? Okay, das ist ein bisschen ärgerlich. Gut. Stress, Stress, Stress. So. Ho, ho. Erst die Brille, oder? Hallo, Varastrasa. Wurf Aldanchi. Mein Welpe braucht eine Brille. Geht und lebt. Ah, so ein süßer Kleiner. Ja, kommt einfach mit. Wir haben eine kleine Auswahl an Brillen, die ihr probieren könnt. Alter. Oh, ich habe die Wahlklasse. Die gehört. Ha, Pink ist meine Lieblingsfarbe, aber auch mit der sieht alles so nicht so aus, wie es sein sollte. Vielleicht doch eine andere. Ja, ich glaube, die würde euch sehr gut stehen. Weil das eine Sonnenbrille ist. Oh, ich möchte sie aufsetzen. Warum ist alles so verblichen? Ich erkenne keine Farben.
Ja, dann passt sie nicht. Probieren wir nochmal eine andere aus. Diese Brille ist schlicht, aber trotzdem ziemlich stilvoll. Oh Gott. Minus 5 Dioptrien. So verschwommen. Die passt wohl auch nicht. Da bin ich ziemlich ratlos. Das hier ist die letzte Brille, die wir haben. Wartet! Ich habe noch einen Versuch. Die Ladere. Die ist... perfekt! Das bedeutet es also zu sehen. Gut gemacht, Teladre. Und wieder ein Drache in der Stadt glücklich gemacht. Jesus. Gut, schön. Jeder Welp hat seine Probleme. Manche sind ignorant, andere sind blind, andere müssen dauernd niesen und haben Allergien. Eieiei. Interessant. Das ist nicht ungewöhnlich. Trotzdem bin ich überzeugt, dass er der gesuchte Drakonide ist. Warum sollte sich ein einfacher Gastwirt mit so vielen zwielichtigen Gestalten treffen? Ich muss meine Daten noch einmal überprüfen und mir ansehen, was ihr mir gebracht habt. Vielleicht fällt mir etwas auf. Passt auf euch auf. Ich bin vielleicht paranoid, aber ich bin nicht blind. Uns läuft die Zeit davon. Ist ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Warum fehlt mir denn jetzt eins? Eine merkwürdige Kugel. Okay. Keine neue. Keine neue. Eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Das hier ist vielleicht ein Hind, wo wir den Community Rumor finden. Aber guck mal vor allen Dingen hier. Das klingt ja tatsächlich so, als müsste man die nicht sofort machen, ne? Wenn da steht, ihr könnt sie auch noch nachholen. Klingt für mich so, als wäre es keine zeitliche Begrenzung bis morgen. Die Aspekte mögen euch segnen. Zorlev scheint seine neue Brille wirklich zu mögen. Jetzt wird er wirklich aufleben. Genießt Waldracken. Gut, Community Rumor Zeit. Hä? Warum sind das auf einmal drei neue? Okay, 11. The clue for this comes from the list of 6 best romantic picnic spots Blue Post. When love is in the air, our... Das ist so geil, das muss ich euch einfach zeigen. So. Dieses Bild ist der Hind. Vom offiziellen WoW. Ist das geil. Nagrand. Das alte Nagrand.
Also auf nach Shadrat. Ja, ist schon geil. Ist schon alles geil. Ich brauche einen dritten Monitor tatsächlich. Ach ja, so. Unten, oder? Jo. So, Upper Mountain, Nagrand und auf geht's. Ja, Burning Crusade ist fucking geil. Ich weiß. Alles so entspannt, ne? Ist das vielleicht der bessere Weg? Gar keine so vollgestopften Questgebiete mehr? Da drauf. Schön. Next one. Ist Grizzly Hügel. Also Nordend. Und ist tatsächlich von diesem Beitrag hier. Ich zeig's euch wieder. Da. The CEO image on the top of the blue sky logging. Ich mach's mal weg und lese es euch wieder vor. But that's you must take a log ride in the blue sky. Logging grounds by taking to Gordun or Darok. Once you start the ride, you will get a buff. Yippie. What the fuck? Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was da steht, aber wir versuchen es einfach mal. Also wir müssen irgendwie ein... Man kann... Was? Warum sind jetzt auf einmal so viele? Jetzt habe ich mir den Legionstein versaut. Shit. Dann holen wir uns aber den
a bunch of us really loved the secrets that we've done in the past. So Pat and I were tasked to Alter, guck mal. Er hält einfach diesen QR-Code in die Kamera. Kann ich den... Ich versuch mal. You know, yeah. Just hide them in everything. Find clues, places where people could find clues. You know, yeah. Just we were doing that. We thought, you know, wouldn't it be cool to have even more places where people. Nee, irgendwie nicht. Anderes Handy? Ja, so fast. Shrine 52123. What the fuck? Keine Ahnung, was ihr jetzt gerade seht, wenn ich das auf Vollbild mache. Ich weiß es nicht. Ja. Weg. Das machen wir auch direkt. Das ist nämlich auch Nordend. Dann machen wir jetzt erst die beiden Nordend, dann ist doch einer in Legion. So, hier kann ich irgendwie eine Stammrutsche machen oder so. Lockride, was auch immer das heißt. Darok. Lokta. Ja, ich bin bereit, in die Venture-Bucht zu reisen. Seid sicher. Mokra. What the fuck, ist das geil. Warum gibt's sowas? In War of the Lich King. Yippie! Erlebt den Rausch eines aufregenden Baumstammritts. Ich wusste nicht, dass das geht. Wie geil. Okay, das machen wir gleich. Und dann machen wir jetzt erst noch das mit dem QR-Code, mit dem Shrine. Also man musste beim Emerald Dragon Shrine starten. Und dann den Koordinaten mit der Denkkappe folgen. Und dann würde man da hinkommen, wo wir jetzt natürlich so hinkommen. So, und zwar ist das in der Drachenöde. Emerald, Smaragd. Hier müsste man starten. Dann müsste man zu
Was war das? In dem QR-Code? Ich hab's ja gesagt. ...5223. Und das führt einen dann... ...dahin. So, und danach fehlt uns dann nur noch, Nummer 13. Also was haben wir jetzt gemacht? 12. Tag 12. Und Community Rumor 11, 12, 13, 14. Interessant wäre zu wissen, was passiert wäre, wenn Blizzard damals Cataclysm anders entwickelt hätte. Ob es WoW dann wirklich besser gehen würde. Insignia der Kirin-Tor. Okay, und dann haben wir noch ein... Wie kommen wir das am besten hin? Ist ja egal, ist ja das letzte. Und das hätte man gefunden, das ist jetzt Nummer 13, wir haben jetzt 14 vor 13 gemacht, mit einem Post, hier. How's going, Heroes? Wie geht's euch, Helden? Viele von euch haben... Many of you have been uncovering, also viele von euch haben Rätsel durch Theorien und sowas rausgefunden. As introducing pop-up everywhere. The tweet has many uppercase letters out of place. Hi. Maun. Ten. Peak. Die Großbuchstaben, ist das irre schon wieder. Mein Mauszeiger ist nicht da, ne? Also alle Großbuchstaben in dem Post ergeben High Mountain Peak. Und das ist natürlich Hochberg. Champion, können wir sprechen? Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Es ist irre. Dann müssen wir es aber, das ist ein bisschen doof, nach Ashuna. Weil wir den Ruhestein leider nicht ready haben. Wobei Dalaran wäre auch nicht so viel besser. Irgendwo da. Legion fehlt mir auch, ey. Ja, irgendwie... weiß ich nicht. Was mich tatsächlich an den Dracheninseln stört, ist, dass die Grundwelt zu überladen ist mit Inhalten. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Also es gibt ja inzwischen diese komischen Angriffe mit diesen Truppen. Es gibt jetzt diese... Traumsprünge und. Und das nimmt gefühlt kein Ende. Boah. Kritik auf hohem Niveau ist natürlich schön, dass es neue Beschäftigung gibt, aber irgendwie ist die Welt zu überfüllt. Und Dailies reichen ja. Und meinetwegen so ein Übergriff oder so. Aber nicht jetzt noch das und das und das. Wenn wir jetzt mal gucken. Dracheninseln. Wir haben Phyraks Angriff, wir haben den Traumsprung, dann haben wir ja den Zeitriss, dann haben wir streng genommen die wechselnden Gewölbe von Skera. Das war's ja im Wesentlichen. Das ist schon viel.
Ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass man das, was vergangen war, einfach wieder haben will, weil die Vergangenheit immer besser war oder man sie sich immer besser macht und man in der jetzigen Situation immer unzufrieden ist oder denkt, man sei unzufrieden. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Nur sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass das reine Psychologie ist. Ah, Hochberg ist schon geil, ne? Oder generell Legion natürlich. Ich bin gespannt, ob 10.2 gut wird oder ob die das in Anführungszeichen verkacken. Wir müssen unsere Reihen stärken. Such die Verdorben, weil die zu viel Inhalt jetzt da reinstopfen. Ich bin gespannt. Aber man hätte ja auch ein ganzes Add-on machen können rund um den neuen Weltenbaum. Die Hochbergspitze. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Gut. Gut auf euren Reisen. So, sind wir bei 52 Minuten. Was machen wir jetzt? Mein Vorschlag, wir machen Cut und ich spiele mit meiner... oder wir switchen einfach rüber, oder? Ist das nicht egal? Ja, es ist egal. Wir switchen rüber auf die Nachtelfe und ich spiele jetzt noch 10 Minuten ein paar Inhalte nach. Warum nicht? Habt ihr eine volle Stunde? Und ich komme ein bisschen weiter mit meiner Nachtelfe. Wir können aber auch mal kurz auf L.A. wechseln. Aleria. Und mal schnell aus dem Briefkasten die Sachen rausholen. Irgendwann kommt jeder im gerösteten Geistbock vorbei. Holt euch was zu trinken, aber übertreibt es nicht. Was ist denn hier los? Ich habe ganz, ganz viele Waren. Nicht tragen. Na, guck mal. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Mögen eure Füße eine gute Pfade finden. Cool. Haben wir halt alle Items, ne? Gut, das wollte ich noch schnell erledigen. Mit ihr wollte ich aber ummorgen. Oh, jetzt kann ich ihr das ja schicken. Ich kann das ja an sie schicken. Sie sind ja auf dem gleichen Realm. Ja, es ist. Eigentlich müsste man seit einigen Charakteren Realm-übergreifend schicken können, oder? Irgendwann kommt jeder im gerösteten Geistbock vorbei.
Tja, seht ihr mal, sowas gehört halt auch dazu, ne? Mit ihr mogge ich mal direkt um, ja? Ich habe genau das, was ihr sucht. Wobei, müsste sie nicht auch die Gräfen haben? Eine von denen wahrscheinlich, ne? Sie sind nicht auf dem Rücken. Okay. Boah, wie geil. Warum bekommt denn jeder Charakter die blöde Leine, Mann? Was soll denn das? Schon sehr nice aus. Ja, gameplay-technisch wäre die Nacht, wäre die Dämonenjägerin auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber es ist halt zu viel. Dann habe ich 3 Nachtelfen, die ich aktiv spiele. Das ist Wahnsinn. Gut, denn sie will ich ja auch spielen. Und sie auch. Und es laden wieder die Transmogs nicht. Okay. Warum jetzt? Hä? Gut. Inhalte nachholen. Rebellen von dem Außenposten überfallen Zivilisten auf den Straßen nach Waldracken. Setzt ihren Machenschaften ein Ende. Bis sehr bald. Ja. Oh, wir müssen die gefangen nehmen und gar nicht töten. Also versuchen sie. Ja, ich erinnere mich. Ja. Du
Wir müssen ja versuchen, die zu überzeugen, der Rebellion abzuschwören. Ich erinnere mich. Schlechte Quote irgendwie, ne? Habe ich damals, meine ich, auch gesagt. Genau das Gleiche. Komm zu uns. Sprecht jetzt. Hat sie aber auch, hat sie auch nur gemacht, weil sie wirklich dem Tode nahe war. Ist noch nicht bereit. Oh, wie wenig ich aushalte, wenn ich nicht Bär bin. Grüße, Freund. Grüße. Ich vorher ein bisschen anhitten, ein bisschen Angst machen, vielleicht ist das ja die Lösung. Jungs. Einer hätte doch rüberkommen können, oder? Du willst nicht mehr rebellieren. Ich kämpfe ungern gegen meinesgleichen, aber diese Angriffe kann ich nicht dulden. Danke für eure Hilfe. Junge!
Mach's uns doch allen nicht schwerer, als es sowieso ohnehin schon ist. Genau, die Propagandazettel, ja, ja. Töte sie halt einfach alle. Für die Schwarmlosen! Du gehörst doch zum Bronzeschwarm, Mann. Sehr schön, haben wir das schon mal erledigt? Ach, ich darf die einsammeln und werde dadurch nicht mal sichtbar. Das ist ja mega nett. Oder doch? Ah ja, ah ja. Na, aber ich denke mal, das müssen wir nicht alles zusammen nachholen, oder? Jetzt so als Lückenfüller in dem Video drin, warum nicht? Aber ich werde dann in der stillen Stunde einfach auch ohne euch so ein bisschen hier nachholen. Da, da, da. Mein Volk wird den Kampf fortführen. Aber ohne Detonator, keine Sprengung der Wasserzufuhr. Willkommen auf den Inseln. Der Schwarm möge uns schützen. Bekämpft das Chaos. Die Wasser fließen erneut. Jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Ich habe Ihre Rückkehr erwartet. Genau, es war jetzt das, bei dem die hier sagen, ja, wir wollen nicht nur Diener sein, wir wollen auch selber Entscheidungen treffen können. Womit sie ja recht haben. Was wollt ihr? Ich höre. Ich habe ihre Rückkehr erwartet. Grüße. Schätzt das Geschenk, das ihr erhalten habt.
Klare Himmel und starke Winde. Die Stadt wartet. Das ist ja schon die finale Aufgabe jetzt, ne, wenn ich mich nicht irre. Oder auch nicht? Wir tragen eine einsame Bürde. Die Aspekte mögen euch segnen. Die Aspekte mögen euch schützen. Ach, Leute. Mehr als Frieden kann ich euch auch nicht anbieten. Die Drachen werden es noch verstehen. Hab ich doch, oder? Die Inseln sind erwacht. Die Inseln sind erwacht. Hä? Ach, ich hätte sie binden müssen. Ich bin so doof. Ich muss sie dann einsperren. Ja.
Ja. Das ist schon ärgerlich. Aldanshi, behütet alles Leben. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Sehr schön. Ein gefrorener Weg durch die Zeit sagt mir auch gar nichts gerade. So, das können wir später immer noch machen. Was ist das hier? Ach so, das ist okay. Frieden und Geduld. Gemeinsam stehen. Ja, die wir Aufgabe für den von Hochberg. Bane können wir auch nachmachen. Was haben wir denn aktuell? Komm, das mache ich jetzt mal ohne euch. Gut, so. Es ging sich ja um die Rätsel. Das ist jetzt alles hier für euch nur Filler, ne? Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Rätsel Nummer Tag 12 und Community Rumor 11, 12, 13, 14. Und ja. Es geht dann im nächsten Video mit Tag 13 weiter und mit der nächsten Krippendaily und. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.